Was, wenn ich dir sagen würde, dass deine Familie ermordet wurde? Einfach alle. Und das ohne jeglichen Grund. Und jetzt frag dich, was würdest du tun? Die größte Racheaktion der Geschichte, die auf wahre Begebenheit beruht, der Film Plan A erzählt vom Holocaust-Überlebenden, die sich nach dem Krieg organisieren, unter dem Namen Nahkampf. Das Ziel von Nahkampf war, für jeden ermordeten Juden soll ein Deutscher sterben. Glaub ja nicht, dass wir keine Juden mehr töten können, nur weil der Krieg vorbei ist. Und das ohne jeglichen Grund. Ganz ruhig. Und jetzt frag dich, was würdest du tun? Für 6 Millionen ermordeten Juden sollen 6 Millionen Deutsche sterben. Dass ein paar Nazi-Funktionäre bei den Nürnberger Prozessen verurteilt werden, reicht nicht aus. Das ganze deutsche Volk hat den Holocaust ermöglicht und soll nach dem Willen der Gruppe Nahkampf, der sich Max, gespielt von August Diehl, anschließt, nun die Konsequenzen tragen. Als ich Ruth das letzte Mal sah, umarmte sie Benjamin. Nach 3 Tagen kamen die Soldaten und brachten uns in den Wald. Sie zwangen uns zu graben. Man hat mir erzählt, dass sich am nächsten Tag noch die Erde bewegt hat. Für die beiden Hauptrollen des packenden Dramas konnten die international bekannten Schauspieler August Diehl und Silvia Höcks gewonnen werden. Bis die Gerichte ihre sogenannte Gerechtigkeit walten lassen. Ihnen geht es nicht nur darum, Kriegsverbrecher zu töten. Sie ermordeten unsere Kinder und gingen nach Hause, um ihren eigenen Geschichten vorzulesen. Auge um Auge. 6 Millionen für 6 Millionen. Regie führten die israelischen Brüder Joab und Doron Paas. Wir können nicht unsere Verbündeten vergiften. Es ist Krieg. Wir wussten immer, dass es Opfer geben würde. Nie wieder gehen wir wie die Lämmer zur Schlachtbank. Diese Rache wird monströser, als wir alle dachten. Das ist Wahnsinn. Für sie ist das Gerechtigkeit. Finally, Plan A is running in the movies. How do you feel? Wow, very excited. It was such a long journey, roller coaster, and actually to be here, to screen the people, to real audience, that's amazing. How did you came across the story of Plan A? It started with a personal revenge story. A friend of ours told us about his grandfather, and then we started researching about it, and we realized there was a Plan A, and we never knew about this story before, which is amazing because you think you know all the Holocaust stories in Israel, growing up in Israel and hearing the stories, but this is a new one, and it blew our mind, and we said this is a story we need to tell. How important is it to tell a story like Plan A? We think it's the time to tell this kind of story. It's a complicated story. It's a very complicated one. People need to take their time and think about it. It's a very tough topic, but we think it's the time, as third generation of Holocaust survivors, we think it's the time to deal with this delicate subject. Did you get to talk to some of the survivors? Yeah, we did a really deep research, and we were lucky enough to meet some of the original Avengers who took part in Plan A, and the Jewish Brigade who also took part in these operations, and it was amazing. We met an amazing group of people, and there were it was a great ride. Jetzt läuft endlich Plan A. Kannten Sie so eine Geschichte vor, wie Plan A es ist? Nein, ich habe zum ersten Mal von der Geschichte gehört, durch die Regisseure und durch das Drehbuch. Und es war mit einer der Gründe, warum ich das eigentlich machen wollte. Ich finde es erstaunlich, dass wir davon nichts wissen. Mhm. Ist es so eine Geschichte, wie Plan A zu erzählen? Das weiß ich nicht so genau. Die Sache ist die, dass ich sehr interessant finde, dass aus israelischer Sicht diese Geschichte erzählt wird. Und ich glaube, dass wir davon nichts wissen, dass wir von dieser Geschichte so wenig gehört haben, ist, habe ich mal gedacht, sogar vielleicht Absicht gewesen, dass man das versucht hat, nicht so stark zu veröffentlichen, weil es nämlich genau das Thema des Films ist. Es ist ja vor allem deswegen so spannend, weil es zwei verschiedene jüdische Gruppierungen waren. Die einen, die die Vergangenheit ausgleichen wollten mit einer Racheaktion, und die anderen, die gesagt haben, wir können nur eine Zukunft haben, wenn wir die Vergangenheit vergessen. Und das ist ein bisschen so das Spannungsfeld in unserem Film. Und das ist toll, dass das aus israelischer Sicht erzählt wird. Ich weiß gar nicht, wie es wäre, wenn es ein deutscher Regisseur gemacht hätte und was für ein Film das geworden wäre oder ob das überhaupt möglich wäre. Das sind immer noch offene Fragen, ja. Zum namhaften Schauspielerensemble gehören auch Nikolai Kinski und Milton Welsh. Plan A auf Deutsch, was würdest du tun? Fragt man sich da die Frage, was würdest du tun? Natürlich, deswegen war das überhaupt so spannend. Ich meine, die Frage ist, ich habe immer noch keine Antwort drauf, aber diese Auseinandersetzung ist halt spannend. Und
Man kann es nie wirklich wissen, aber abhängig von in was man für eine Situation man sich findet, die Aufgabe ist dann auch, egal was, dann einen Weg dahin zu finden, wo man sich das, was man in dem Film oder in einer Geschichte tut, dann auch, dass man das auch sich vorstellen kann. Erzähl mir über deine Rolle. Ich bin Belkin, ich bin ein jüdischer Überlebender, der voller Hass, Zorn, Wut, Trauer sich dieser Gruppe anschließt, um Sachen zu verändern oder um eigentlich Rache zu leben. Das ist eigentlich die Geschichte. Und dass ich als Deutscher die Ehre habe, ein jüdisches Schicksal zu porträtieren, was auch noch wahr ist, also jetzt die, klar sind Sachen dazu erfunden worden, ist ein Ritterschlag, ist ein Building a Bridge. Hier in Deutschland heißt der Film Plan A, was würdest du tun? Stellt man sich natürlich die Frage, was würde man tun? Ich glaube, das weiß man erst, wenn man in der Situation ist selber. Also das ist eine hypothetische Frage. Das wissen wir nicht. Es gibt sehr viele sehr sanfte und gütige Menschen, die in so einem Moment wirklich Rache durchführen. Und andere, die eigentlich sehr brutal und grausam sind und vielleicht sogar in diesem Moment plötzlich anders werden. Das wissen wir nicht. Was wir wissen, ist die Erkenntnis, dass die eigentliche Rache für Juden nach dem Holocaust nicht im Töten, sondern im Über- und Weiterleben besteht. Was ihr versucht zu tun, würde den Hass nicht beenden. Es würde ihn nur noch verstärken. Glaubst du, der Schmerz wird jemals vergehen? Ich hoffe nicht. Weihnachten in Madame Tussauds. Seit vergangener Woche strahlt die Attraktion in festlichem Glanz. Figuren wie Brad Pitt, Will Smith, Nicole Kidman und Morgan Freeman rocken um den Weihnachtsbaum und laden im Ugly Christmas Sweater oder feierlichen Outfit zur prominentesten Weihnachtsparty Deutschlands. Als Little Drummer Boy spielt Resident Wax DJ Felix Jahn die coolsten Weihnachtshit und Popstar Rihanna wird als Sexy Santa in einem knappen rot-weißen Outfit und Kunstpelzkragen die Herzen höher schlagen lassen. Heute wurde der Weihnachtsbereich eröffnet hier in Madame Tussauds. Was bekommen wir zu sehen? Erstmal im Eingang werden wir erstmal unsere Gäste herzlich willkommen heißen mit einem Weihnachtsgruß und mit dem Weihnachtsgeruch. Und dann natürlich bei Marie Tussauds, da fängt dann das Weihnachtsfeeling richtig an. Und dann unser Weihnachtszimmer mit Rihanna. Und dann im VIP-Bereich hier unser Weihnachtsmarkt, wo man auch mit Brad Pitt einen Glühwein trinken kann und dann mit Leonardo DiCaprio anstoßen kann. Es gibt auch so schöne Foto-QR-Code-Scannen, um dein Foto zu sehen. Was ist das? Ja, wir haben eine Partnerschaft zusammen mit My Postcard in unserem Weihnachtszimmer mit Rihanna. Wir können unsere Gäste dann einen Weihnachtsgruß an ihre Geliebten senden. Einfach ein Foto machen und dann via E-Mail zu ihnen schicken und natürlich kostenlos. Gut, und als realen Star haben wir heute hier Linda Hesse. Allerdings, Linda Hesse kam vorbei, um es einzuweihen. Sie hat ja auch ihren neuen Song, wo wir auch sehr gespannt sind und freuen uns. Und ja, eine tolle Partnership auch mit Linda zusammen. Linda, wie sehr erfreut es dich, dass du hier in Madame Tussauds die Weihnachtswelt eröffnen darfst? Ich als ausgesprochener Weihnachtsfan liebe es, wo es blinkt und glitzert. Und ich finde, Madame Tussauds hat es so detailverliebt dieses Jahr hier dekoriert und gestaltet und deshalb freue ich mich wahnsinnig, dass ich das hier heute eröffnen kann. Am 26. November kam deine neue Single raus, Weihnachten zu zweit. Genau. Ich habe hier schon viele Weihnachtslieder rausgebracht und dieses Mal habe ich mir einen wirklichen Wunsch erfüllt, denn es gibt einen Weihnachtssong von Britney Spears, My Only Wish, den habe ich früher rauf und runter gehört und ich wollte den immer auf Deutsch singen und habe jetzt einen Text dazu geschrieben, habe die Rechte angefragt und habe das einfach kaltstartenmäßig am 26. November rausgebracht, weil mir einfach danach war. Ich wollte nicht mehr warten. Ich habe echt lange im Studio gesessen oder irgendwo, wo ich Songs geschrieben habe. Und ich wollte meinen Fans jetzt auch einfach ein kleines Zeichen setzen. Hey, Merry Christmas, ich bin noch da und nächstes Jahr geht's wieder richtig los. Du bist auch noch Botschafterin für die Deutsche Krebshilfe. Wie wichtig ist es auch gerade in dieser Zeit, dafür zu stehen? Für die Deutsche Krebshilfe stehe ich nicht nur an Weihnachten, für die stehe ich das ganze Jahr. Denn Krebs ist ein allumfassendes Thema, die Krankheit kann jeden treffen
Und sie trifft dann nicht nur den Erkrankten, sondern auch das ganze Umfeld. Und da ist es mir halt immer besonders wichtig, einfach Mut zu geben, Kraft zu geben. Und deshalb habe ich auch 2015 einen Song gemacht, der heißt Mit aller Kraft. Und ist auch Kampagnensong damals gewesen für die Kampagne der Deutschen Krebshilfe. Mit aller Kraft gegen den Krebs und für das Leben. Und genau dafür stehe ich jeden Tag und jedes Jahr und nicht nur an Weihnachten. Ist für euch die Weihnachtszeit? Weihnachtszeit vor allem dieses Jahr ist schon sehr wichtig. Letztes Jahr waren wir leider geschlossen und dieses Jahr für die Zusammenführung auch für unsere Teams, für unsere Gäste, für die Familie. Wir freuen uns, dass wir offen sein können, weiterhin unsere Gäste willkommen heißen dürfen. Weitere Informationen wegen Corona-Maßnahmen findet man auf eurer Website. Absolut, wir sind immer up to date damit, aber wir freuen uns, dass auch die Gäste kommen und wenn sie auch Fragen haben, können sie sich gerne bei uns melden. Wir verlosen 2x4 Karten für das Madame Tussauds Berlin. Einfach an gewinnspiel@tvb.de schreiben und vielleicht seid ihr eine der Lucky Ones.